Sie sind hier, 25. Juli 2018, 8.36 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Tite soll auch weiterhin Neymar und die brasilianische Nationalmannschaft betreuen. Urheberrecht Getty Images. Trotz des enttäuschenden WM-Ausscheidens im Viertelfinale wird Brasiliens Nationaltrainer Tite seinen Vertrag wohl verlängern. Dennoch wird es Veränderungen geben. Brasiliens Coach Tite bleibt laut heimischen Medienberichten Trainer des Seleção. Für die Verlängerung des am Monatsende auslaufenden Vertrages bis zur WM 2022 fehlen nur noch letzte Details. Dies berichtet das Internetportal Globesport nach 2 Gesprächstagen zwischen Tite und dem Verband CBF. Während Nationalmannschaftsmanager Edu Gaspar ebenfalls im Team bleibt, wird der Betreuerstab im Vergleich zur Weltmeisterschaft in Russland, die für Brasilien mit dem 1:2 gegen Belgien vorzeitig im Viertelfinale endete, wohl drastisch gekürzt. Schon im September geht es für den fünfmaligen Weltmeister mit Testspielen auf der US-Tour gegen die Gastgeber Elf in New Jersey und gegen El Salvador in Washington weiter. Nächste Aufgabe für Brasilien, Copa America. Der nächste Gradmesser für Tites Arbeit wird aber die Copa America im kommenden Jahr im eigenen Land. Brasilien hat das älteste Kontinentalturnier der Welt zuletzt 2007 gewonnen und schaffte bei den vergangenen 3 Auflagen nicht einmal mehr den Sprung unter die letzten 4. Der 57-Jährige hatte die Seleção im Juni 2016 übernommen, sie anschließend von Platz 6 bis zur Spitzenposition in den südamerikanischen WM-Eliminatorias geführt. Seine Bilanz fällt mit 20 Siegen in 26 Spielen bei 4 Unentschieden und nur 2 Niederlagen sowie ganzen 8 Gegentoren mehr als positiv aus.